Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Dommarsch. Wir machen weiter mit Dünger, also Dünger einlagern in unser Lager. Und dann testen wir gleich mal Raps, wie es geht. Dann wollen wir probeweise mal einen Anhänger verkaufen. Wir können auch zwei verkaufen, aber wir eben sind gelb. Ich werde mal jetzt von der Geschwindigkeit ein bisschen hochgehen. Das 30 ist ja nachts. Darf das Teil gehen. So. Wenn wir hier ein bisschen Raps einlagern. Oder einladen, ne? Ja, die Wohnung ist warm, ne? Überlegen. Ja, Klimaanlage ist Quatsch, machen wir Fenster aufmachen. Ja. Lange draußen ein bisschen kühler ist als drin. Ja, aktuell sind draußen 19 Grad. Naja gut, die Sonne scheint ein bisschen drauf und Thermometer, also wird schon ein bisschen kühler sein, ne? Aber das kommt ungefähr hin. Temperaturmäßig. Tja, so Vakuumbody war eigentlich alles ausverkauft. Werde ich morgen wieder auch Milch verkaufen. Vielleicht 50 in Käufe. Weiß nicht. Ich brauche die Milch zur Produktion nicht. Weil da fehlt mir das Geld für und so, und der Rest bleibt drinnen, ne? Probier mal aus. Ob das vielleicht, ja, aber Dünger, normalerweise Dünger gehen müssen. Oder ich muss natürlich auch mal kaufen ein bisschen, ne? Also viel auch ein bisschen. Dann mal sehen, wie Raps funktioniert. Normalerweise müsste Raps ja in diesem Bereich hier funktionieren. So. So. Oh. Das stimmt was nicht. Oder muss ich erstmal sehen, den Surfer. Das kann sein. Also nochmal aufsteigen. Ja. Und synchronisieren. Gut. Dünger. Manchmal nur Wasser. Zurück. Ja, jetzt geht's. Also Dünger auch gehen. Wie lange haben wir da 150.000 aus und dann verkaufen einen Schlag. Ne? Da ja nichts im Markt drin ist, werden wir einen guten Preis kriegen. Also denn meine Spielgeschwindigkeit ist ja für den globalen Markt erstmal nebensächlich. Weil ob ich nur schneller langsam spiele, ist egal. In dem Moment, wo ich verkaufe, verkaufe ich das. Ne? Jetzt gehe ich hin zum Markt. Auf R. Und nun steht mein Raps drin für 210.000. Und 600 Euro. Klicken wir kurz an und dann verkaufen. Dann kann man nochmal die Menge einstellen, ne, wie man verkaufen möchte. Maximal passt. Und man kann ja auch weniger machen. Zahlen, ne? Und bestätigen. Kurz aktualisieren, müsste mein Raps jetzt vorhanden sein. Raps ist drin für 1004. Kann sich einer kaufen. Dann werden wir jetzt mal doch mal Dünger versuchen. Und wir sind hier ein bisschen reicher, ne? Also kurz mal bei Geld reingehen und Zeug zahlen. Wir haben auch noch ein bisschen Schulden. Und je weniger wir jetzt als Schulden haben, umso weniger mit Zinsen zahlen, dann Zinsen sind ja schon ganz schön gewaltig. Die werden ja um 0 Uhr fällig und so. Mal gucken mal, Zinsen waren gestern gewesen bei 19.000. Da waren 23.000 gewesen. Also da war es noch, also im Jahr darauf wird es noch teurer, zinsenmäßig. Also immer versuchen die
Schulden bis zu einem Jahr abgezahlt zu haben. Ne? Also. Gut, dann holen wir den Dünger doch mal aus. Ne? Und aktualisieren müssen. Ne? Ich muss sagen, Raps ist doch Standardfrucht. Müsste sofort gehen. Ne? Und das Symbol ist sogar, glaube ich, eher nebensächlich. Denke ich mal. Weiß auch nicht. So. So. Kartoffeln können wir auch verkaufen. Da sind auch keine drin gewesen. Also einfach sich freuen, Kartoffeln. Kartoffeln von dem Marsch. Eine ganz spezielle Sorte. Vorwiegend festkochen. Ja, jetzt müssen sie weg. Im Frühjahr müssen die alten Kartoffeln alle weg. So, nochmal einen Schwung. Haben wir richtig Geld heute. Und der globale Marke bedient. Und ich kann die Verkaufsmenge, also die vorhanden ist, nicht beeinflussen. Ich kann nur das kaufen, was ein anderer Prinzip verkauft hat. Das ist dann das Schöne, man kann sagen, okay. Aber wie gesagt, die Jahreszeiten sind überall verschieden. In der Welt ist es ja auch so, ne? Wenn man nehmen jetzt zur Zeit Südafrika hat aktuell ja, Herbst, ne? Oder Australien ist ja auch. Da ist jetzt Sommer gewesen. Ja, Sommer. Die haben es auch Herbst, ne? Also haben natürlich anderen Bedarf, ne? Wo Kartoffeln unter der Entfernung glaube ich eher nicht so sinnvoll wäre, ne? Also höchstens als Pommes tiefgefroren, ne? Ich glaube, da kann man bald verkaufen in der Ecke und links. Die haben wir aktuell nicht. So. Kartoffeln! Der Weltmarkt kriegt Kartoffeln von mir. Durch um die besten, ne? Andere habe ich ja nicht. So, Nummer 1. Nummer 2 hinterher. So, sind wir Kartoffeln? Wie viel Geld aber? Und Fetting. Über 450. Oh, ein ABGH für 17 Fahrzeuge kosten. Und Einnahmen im Gebäude. Gut, da können wir gleich wieder zurückzahlen. Naja, können wir auch, aber ich habe Geld verdient, ne? Jetzt holen wir einen Dünger. BGH muss man auch noch was tun. Ach, dann ist der Traktor bei BGH. Jetzt weiß ich wieder. Wir haben eine Silage gefahren. So, dann haben wir auch noch Kartoffeln da im Rest. Die können wir so nicht gebrauchen, wenn wir so Geld machen. Ne? 450. Und gucken, was die Preise so sagen. Ne? Also, wir wollen ja nicht so sehr negative gehen. Ne? Weil wir den kleinen Anhänger nicht losdüsen. Ja, das ist ein guter Preis. Ich habe hier überall weniger, ne? Wie gesagt, es hat auch keiner verkauft, es ist null drin. Und dadurch habe ich einen Preis. Nicht mehr Kartoffeln drin. Ach, da sind ja 300.000, nicht nur. Ja, dann, ne?
Die wollte ich eh verkaufen. So, hoffen wir mal die Musik gehört, ne? Also die letzten beiden Folgen werden bei Thüringen die Musik nicht zu hören sein und die ersten beiden zwei auch nicht. Habe ich so leise gehabt. Will ich entschuldigen. Das ist noch nicht da, aber es kommt. Das sind die Folgen am Freitag und am Samstag. Eben auch mit dem globalen Markt, ne? Hier sind ein bisschen weniger Verluste bei FPS als in Thüringen. Ich glaube, die sind hardwarelastiger. Obwohl die FPS-Anzeige hier ein bisschen weniger anzeigt, als wir da haben, wir im Hof sind. Entschuldigung. Im Hof haben wir weniger mehr Gebäude und so, das ist schon belastend. Aber hat nichts zu tun mit dem Rechner, also der ist nicht ausgelastet. Ne? Wenn der Rechner ausgelastet wäre, würde ich eine Temperatur erkennen. Also er hoch geht auf 70 Grad. Tut er aktuell nicht und daher ist er. Wenn wir jetzt klug gewesen wären, hätten wir das einmal verkauft. Weil dann hätten wir nämlich maximalen höchsten Preis. Ne? Dann werden wir gleich nochmal nächste Flur holen. Rennt ja nicht weg, dann ist er eingelagert und jetzt verkaufen wir einmal näher. Oh, es haben plus gerade. Heißt, sie gehen Ackerbau. Das heißt, wir düngen unsere Wiesen. So. Ob das noch geht? Sieht mir so hell aus, so viel, schon viel gewachsen. Oh. es geht nicht mehr. Das ist natürlich schlecht, ne? Also wird gedüngt, war natürlich ungünstig, ne? Ist schon gewachsen soweit. Dann gehen wir auf Feld Nummer 24 düngen. Brr, ist auch schlecht. Ungünstig. Na ja, gut, nicht zu ändern. Wir machen die beiden Felder, wo Weiz drin ist. Das macht nichts. So. Gut, drei Tage ist schlecht. Stell ich mal so fest. Also, was heißt das? In der Zukunft? Wir gehen auf 6. Im Winter natürlich erst, ne? Also wenn wir durchlaufen bis hell wird, wenn wir uns einsperren, ne? Sonst haben wir keine Chance. Generieren. Zwei machen wir zwei. Drei. Über 30 Meter. Mal schauen, wie er aussieht. Ja. So, dann machen da düngen. Da geht nicht. Da müssen wir pflügen. Da müssen wir mal kurz.
Oh. So. Feldmodus. Das ist Feldmodus 17, glaube ich, ja. Hier machen wir ruhig 9 Vorderende. Das ist ja Flügen. Flügen ist ja knapp 10 Meter. So. Das passt schon so. Schauen wir, wie lange er braucht ungefähr von der Berechnung her. Ja, eine halbe Stunde. Das ist ein richtiger Flug. Und auch 10 Meter. So. Dann. Ja. Da kommt dann Dings rein, Weizen. Wo wollten wir düngen? Da ist fertig. Da ist dann auch gleich fertig und der geht gleich hierher. Die 13. Dann haben wir so 13. Das war ja so nicht geplant, ne? Ich wollte die Wiesen erst düngen und dann nachher. Dann mal gleich die 3. Die 3. Dann fahren wir hier rüber. Okay. Zur Pflegebereifung. Grün muss immer eine Brücke sein. Übergang. Dann die 3 düngen. Da ist ja Raps drin normalerweise. Entschuldigung. Rüber sind 3. Zuschauer, das soll es jetzt für heute gewesen sein, heute Folge. Dann seid mal tschüss und wie gewickelt. Ja, man sieht uns dann vielleicht in dieser Folge. Tschüss.